Willkommen zurück, eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic. Wir haben das Attunement von Nightbane. Das heißt, wir hatten in der letzten Folge ja die Instanz einmal komplett geklärt, haben somit den wohlwollenden Ruf im violetten Auge erhalten und durften dann die Questreihe beginnen. Der Beginn war folgendermaßen, dass wir in die Bibliothek von Karazhan gehen sollten und kurz nach der Menagerie, also Kuratorraum, sollten wir drei Geister ansprechen. Diese drei Geister hatten wir dann, nachdem die Instanz geklärt wurde, nochmal aufgesucht und hatten dann die Aufgabe, Medivhs Tagebuch zu holen. Das können wir bei Arans Schemen looten, da der in der vorherigen ID allerdings bereits getötet war, war der Loot natürlich nicht mehr vorhanden. Der Boss war auch schon despawned, das heißt, es gab keine Möglichkeit mehr an das Quest-Item zu kommen. Deshalb habe ich warten müssen bis zu dieser ID und konnte jetzt oder wir können jetzt Arans Schemen nochmal killen und das Tagebuch looten. Deswegen seht ihr jetzt hier nochmal kurz den Bosskampf von Arans Schemen. Ihr habt ihn ja ausführlich schon erklärt bekommen in dem jeweiligen Boss-Video. Nur nochmal ganz kurz als Zusammenfassung. Ihr seht außen herum die Wasserelementare, die jetzt gespawnt sind. Die sollen wir natürlich töten, antanken, verbannen, vieren, alles Mögliche, dass sie möglichst wenig Schaden herbeiführen und schnell besiegt werden können. Zusätzlich die Hauptfähigkeit von Arans Schemen, der ihr einen Flammenkranz unter 5 Spielern wirkt, der nicht verlassen werden darf von diesen Spielern, ansonsten gibt es raidweiten massiven Damage. Im Hintergrund seht ihr den Blizzard, den man ausweichen sollte. Ja, und gleich kommt auch nochmal das Heranziehen von ihm, wo wir dann weglaufen müssen aufgrund der starken Arkanen-Explosion, die der Boss wirkt. Das wird jetzt bestimmt gleich passieren bei der nächsten Spezialfähigkeit. Genau, wir werden rangezogen, laufen ziemlich langsam, kann allerdings gedispelt werden, dieser Magieeffekt. Und seine arkane Explosion kommt jetzt gleich. Da kommt sie. Wir bekommen allerdings keinen Schaden, weil wir ziemlich weit weg waren. Und werden ihn jetzt Stück für Stück downzergen. Die letzten Elementare noch besiegen beziehungsweise oft hängen, je nachdem. Flammenkranz noch mal gut spielen, schön stehen bleiben, dass man auch ja kein Damage bekommt. Leider ist der Boss an den Rand gelaufen, das heißt, das ist halt jetzt sehr unglücklich für die Melees, aber da lieber kein Damage machen und stehen bleiben, als hinter dem Boss herrennen und dann knallt und alle sind tot, ne? Das bringt halt gar nichts. Das Ziel ist ja am Ende, dass der Boss liegt und nicht, dass ich im Damage oben bin, aber der Boss nicht gestorben ist. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ja. Okay. So, die letzten 2%. Wir spielen nochmal schön die arkane Explosion. Und jetzt fällt er auch schon um. So, dann können wir das Tagebuch looten und müssen das gleich abgeben. Nur dafür müssen wir halt aus der Instanz raus. Das heißt, ich werde hier den Raid natürlich noch zu Ende spielen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir die Questreihe fortsetzen werden. Bis gleich. Kleine Korrektur von meiner Seite. Ich muss ja diese Quest jetzt gar nicht außerhalb der Instanz abgeben, sondern in der Instanz, nämlich vom letzten Questgeber in der Privatbibliothek.
Und wir hatten Aachen Schemen gemacht, bevor die Pause angefangen hatte. Der Pausentimer ging allerdings schon. Und jetzt ist offiziell bei uns Pause gewesen, aufgrund dessen, dass die Flächen halt noch für Aachen Schemen ausgereicht haben. Das heißt, ich werde jetzt mal ein Stück zurückgehen zur Bibliothek, während noch der Loot und so verteilt wird. Und in der Bibliothek können wir den letzten Geist, der uns die Quest gegeben hat, dass wir das Tagebuch besorgen. Bei dem können wir das Tagebuch jetzt abgeben. Und der wird uns dann eine Folgequest noch überreichen. Das heißt, ich gehe jetzt ein Stück zurück von Aachen Schemen, wieder zum Eingang der Bibliothek. Hier schön Acht geben, dass man möglichst weit links läuft, dass man unten den Wächter nicht spawnt. Wir haben jetzt hier eine Pause von 6 Minuten eingeworfen. Das reicht vollkommen aus. Und wir können jetzt die Quest bei Kamsis abgeben. Und jetzt soll ich zur Terrasse des Meisters gehen und das Tagebuch lesen. Das kann ich allerdings wirklich erst machen, wenn wir den Raid beendet haben, weil dazu muss ich zum Hintereingang wieder rein und zur Terrasse des Meisters gehen. Das heißt, wir machen jetzt hier einen kurzen Cut und sehen uns dann nach dem Raid wieder, wenn wir die Aufgabe erfüllen können. Bis gleich. So, und wie auch schon in der letzten Folge, um wieder nach unten zu kommen und den Hintereingang zu nutzen, habe ich mal selbst oder habe den Vibe genutzt, um eben ja, den Eingang von Karasan wieder verwenden zu können. Daraufhin kann ich dann wieder rausgehen, einfach den Hintereingang oder in den Hintereingang reingehen. Ich frage mich zwar, warum ich hier wieder falsch gegangen bin, aber das ist erstmal kein Problem. Dann kann ich hier ja, schön rumreiten, habe die Möglichkeit, unten über das Gewässer zu gehen. Na komm, den Weg kennst du doch jetzt schon. Wieder einen Umweg geritten. Nur um nicht einmal kurz durchs Wasser gehen zu müssen. Aber okay, kein Problem. Wir sind jetzt hier am Ende des Hauses angekommen. Und dann können wir jetzt gleich wieder zum Hintereingang reingehen. Die ganzen Treppen emporsteigen. Und da sind wir schon wieder auf der Brücke zum Hintereingang. Gehen jetzt hier hinten rein und direkt in der Nähe des Hintereingangs befindet sich eben auch die Terrasse des Meisters. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Wir öffnen die Seiteneingang oder Hintereingangtür. Hier oben war der Opernsaal und wenn wir unterhalb dieser kleinen, ja, Treppe, die uns dann nach oben zur Menagerie führt, durchgehen, dann befinden wir uns beim oder auf der Terrasse des Meisters. Hier wird dann auch der Kampf gegen Nightbane durchgeführt. Und wir müssen ganz ans Ende von der Terrasse gehen. Ein anderer Spieler hat jetzt hier das Spiel schon gemacht. Ich habe jetzt einfach noch das Buch mit angeklickt. Man kann sich jetzt dieses Rollenspiel ein kleines bisschen angucken. Medivh hat dann halt diskutiert mit dem Abbild von Arkanos und ja, haben sich so ein bisschen gefetzt, kann man sagen. Auf jeden Fall wird hier diese Quest dann abgeschlossen.
Und wir können unsere Questreihe dann fortsetzen, sobald die Quest offiziell als abgeschlossen gilt. Das ist jetzt der Fall. Jetzt müssen wir, ich glaube, wir sollten, wir können ja, jetzt wird erstmal hier nichts weiter angezeigt, glaube ich. Oh, jetzt kriege ich das nicht ins Target. Na, ist egal. Einfach mal nachlesen, wo müssen wir denn hin? Ah, zu Erzmagier Alturos. Also vor Karasan müssen wir wieder hin. Also am besten wieder durch den Seiteneingang raus und dann zu Erzmagier Alturos. Ich würde nicht empfehlen, diesen Eingang zu nutzen, weil hier noch ein paar Gegner stehen. Dann doch lieber den Eingang nehmen oder Ausgang nehmen, der gleichzeitig der Eingang war. Und wir bekommen dann noch ein, zwei Quests, die solo möglich sind. Zunächst müssen wir aber erst aus der Instanz raus. So, wo war der Seiteneingang? Hier oben, alles klar. Zack, aus der Ini raus. Und vor die Instanz wieder, um mit dem Erzmagier zu sprechen. Die ganzen Treppen wieder herabsteigen und wieder vor Karasan kommen. Ist ein bisschen Laufarbeit, aber wir haben ja den Aspekt des Gebauten, da geht das alles ein bisschen schneller. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich mich genau befinde. Also hier in Karasan ist das irgendwie alles für mich ein bisschen ja, verwirrend aufgebaut, aber okay. Man wird sich schon dran gewöhnen. So, wir befinden uns jetzt wieder vor Karasan. Können jetzt mit Erzmagier Alturos sprechen. Mit Diefs Tagebuch abgeben. Und wir sollen jetzt im Gebirgspass der Totenwinde ein verkohltes Knochenfragment sammeln. Da das jetzt eine Solo-Quest außerhalb ist, ist es notwendig, den Schlachtzug zu verlassen, um die Quest zu erfüllen. Hier hat einer unserer Kollegen bereits das verkohlte Knochenfragment gelootet. Der war etwas schneller als wir. Das heißt, wir müssen jetzt kurz warten, bis wir das Knochenfragment wieder looten können, wenn es wieder auftaucht. Da ist es wieder da, also keine großartige Wartezeit. Dann holen wir uns das verkohlte Knochenfragment einfach. Geben die Quest wieder ab. Und sollen jetzt dieses Knochenfragment in den Netherstorm zu Area 52 bringen. Das heißt, wir sehen uns dort gleich wieder. Bis gleich. So, Area 52 liegt vor uns und dort müsste gleich eine Questgeberin aufgetaucht sein oder dastehen, bei der wir die Quest abgeben können. Nicht beim Raketenchef, der ja, beginnt dann irgendwann unsere Questreihe, wenn wir im Netherstorm questen wollen, sondern hier bei ihr, Kalina Ladret. Und sie sagt uns, wir sollen ein Buch der vergessenen Namen und ein Dämmerfolianten zu ihr bringen. Und zwar finden wir das Buch in den heroischen Seetech-Hallen und diesen Dämmerfolianten in der heroischen Variante der zerschmetterten Hallen. Das heißt, unsere nächsten Aufgaben werden sein, in diese beiden Raid-Instanzen, nicht Raid-Instanzen, in diese beiden Fünf-Mann-Instanzen
reinzugehen, die beiden Items zu holen und bei ihr abzugeben. Das wird dann in den nächsten Folgen passieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir die Questreihe von Nightbane Stück für Stück abschließen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao!